kurz vor Schluss noch einmal das Neueste vom Tage. Guten Abend, meine Damen und Herren. Erweiterung der KSZE. Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat seit gestern 48 Mitglieder. Nach Russland wurden auch die restlichen 10 Republiken der GOS aufgenommen. Die Teilnehmer des Gipfeltreffens in Prag beschlossen am Abend, die KSZE schlagkräftiger zu machen. So soll es zum Beispiel künftig möglich sein, Mitglieder auch gegen deren Willen mit Sanktionen zu bestrafen. Bisher war für alle Beschlüsse Einstimmigkeit erforderlich. Appell ohne Wirkung. Großbritannien denkt nicht daran, nach dem Beispiel der Supermächte einen Teil seiner Atomwaffen zu verschrotten. Ein entsprechender Wunsch des russischen Präsidenten Jelzin stieß in London auf taube Ohren. Die USA haben unterdessen angekündigt, ihre Truppen in Europa noch schneller als geplant abzuziehen. In Deutschland sollen 80 Militäranlagen zusätzlich ganz oder teilweise aufgegeben werden. 11 davon sind in Rheinland-Pfalz. Rückschlag in Belgrad. Der Gesandte der Vereinten Nationen in Jugoslawien, Golding, hat seine Vermittlungsaktion zwischen Serben und Kroaten ergebnislos abgebrochen. Damit ist die Stationierung von Blauhelmen bis auf Weiteres nicht möglich. Bei einem Spitzentreffen der verschiedenen serbischen Gruppen soll heute das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Waffenschiebung gestoppt. In einer bisher einmaligen Aktion hat die Bundesmarine im Mittelmeer einen deutschen Frachter zur Rückkehr in die Heimat genötigt. An Bord des Schiffes waren 16 Panzer aus der GSFR. Sie sollten nach Syrien geliefert werden. Die Justiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet. Untersuchungsausschuss in Potsdam. Die brandenburgische CDU hat ein Vertrauensvotum aller Parteien für Ministerpräsident Stolpe blockiert und stattdessen einen Untersuchungsausschuss angekündigt. In ihm sollen mögliche Stasi-Verstrickungen des ehemaligen Kirchenfunktionärs überprüft werden. Die SPD und hohe Kirchenvertreter stellten sich erneut hinter Stolpe. Verteidigung. Die ÖTV-Chefin Monika Wulf-Mathies hat den Vorwurf als absurd bezeichnet. Ihre Gewerkschaft habe 1983 die DDR-Regierung um Mithilfe bei einem Streik der Fernfahrer gebeten. Man habe die DDR, wie andere Länder auch, lediglich über die Streikmaßnahmen und damit verbundene Störungen des Verkehrs informiert. Ablehnung. Bei den Tarifverhandlungen für die Angestellten der Post hat die Gewerkschaft das erste Angebot der Arbeitgeber als nicht verhandlungsfähig zurückgewiesen. Die Gespräche werden heute fortgesetzt. Positive Bilanz. Die NASA hat die gestern zu Ende gegangene Mission der Raumfähre Discovery als außerordentlichen Erfolg gewertet. Das siebenköpfige Team mit dem deutschen Astronauten Ulf Merbold an Bord hatte vor allem die Auswirkungen der Schwerkraft untersucht. Die Mannschaft beklagte sich über ein zu hohes Arbeitspensum während der 8 Tage im All. Und nun noch ein Blick aufs Wetter. Nachts ist es klar, gebietsweise Nebel, bei Temperaturen zwischen +2 und -6 Grad. Am Tage teils heiter, teils Hochnebel. Wo die Sonne durchkommt, klettern die Temperaturen auf stolze 8 Grad, ansonsten nur 0 bis 2 Grad. Das waren zum Sendeschluss letzte Nachrichten. Wir in Saarbrücken sagen Tschüss und wünschen Ihnen eine gute Nacht. Programmtipps. Die Woche von Samstag bis Freitag und von Sonntag bis Samstag und so weiter und wieder von vorn und zurück. Nonstop Fernsehen in Südwest 3. Freitag, 31. Januar. Der Touristiktipp für Sonnenurlauber. Urlaub in Florida oder Urlaub auf den Kanarischen Inseln. Ein Ferienvergleich. Erst gucken, dann buchen. Service im juristischen Magazin Alles, was Recht ist.
Hilfe für Verbraucher, Kunden, Steuerzahler, Heimwerker, Handwerker, Patienten. Paragraphen auf Deutsch. Welche Handwerkerrechnungen muss man bezahlen? Urteile des Bundesfinanzhofs? Rechtsprobleme in der Medizin, die an die Nieren gehen? Oder ist es das Herz? Die Herzchen von der Lindenstraße, die alle Fälle aus dem bürgerlichen Gesetzbuch erledigen müssen, was die Zuschauer und Zuschauerinnen erleben dürfen. Das Freitagsfeature in Silvester 3 berichtet von einem Muskelkranken, der seit seiner Kindheit leidet und seit langem sich nicht mehr allein bewegen kann. Menschen unter uns. Einen Kanister Sprit und dass Sie mich eben die 10 Kilometer zurückfahren. Fahren. Fahren. Rum, rum, Rummenicke. Rummenicke, wunderbar. Also, die 10 Kilometer zurück auf den Berg. Denn da meine Familie, meine Frau, meine Kinder sitzen im Auto, frieren. Kalt. Ja, sehr. Sehr deutscher Humor. Kommt ein Harald als Tourist nach Spanien zu Eddie. Überraschungen sind etwas, was es in meinem Leben nicht gibt. Außer dem Kongress der Metaphysik und der Sittenlehre einmal im Jahr in Paris. Das ist alles. Was kann man da schon erleben? Dabei bin ich in der Abenteurernatur immer bereit, etwas zu riskieren. Aber was tut sich? Überhaupt nichts. Ich bin nicht einmal verheiratet. Wahrscheinlich bin ich den Frauen zu gefährlich. Jo, deshalb fangen wir hier nicht an. Aufstehen. Was ist denn los? Jetzt hör mal gut zu, Onkelchen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Den Koffer runter. Jetzt habe ich es erraten. Sie sind Schauspieler. Der Schauspieler Fernand Nell als Philosophieprofessor. Fröhliche Metaphysik im Spielfilm Le Said, deutscher Titel Der Boss und sein Engel, 22.30 Uhr. Der Freitagabend in Südwest 3 bis Punkt 12. 12 Uhr Schlagzeilen und dann nonstop Fernsehen. Manche lernen's nie. Aber erzählen Sie. Beim dritten Mal hat der Fahrlehrer dann gesagt, also wenn Sie mir versprechen, dass Sie nicht fahren, kriegen Sie. VIP-Tipp, Prominente und ihre Fans. Sag mal, und ich habe ihn ein paar Mal benutzen müssen. Ja? Ja, doch gefahren, ja, beim Drehen. Es ist ja so, wenn man diesen Beruf ausübt und muss auf ein Auto, sowas gibt es. Die letzte Rolle, die ich hatte, war, ich war ein Fahrer. Oh Gott, es wird in Deutschland viel falsch besetzt, ja. Ja, das war mehr eine künstlerische Sache. Ach so. Und also man muss einen Führerschein haben, sonst kann man eine Rolle nicht antreten, aus versicherungstechnischen Gründen, Assekuranzgründen, wie es vertraglich heißt. Und ich habe ihn mal benutzt und hatte auch eine schöne Fahrt und dann hat der Aufnahmeleiter gesagt, Sie sollen zurückkommen und zum Wenden habe ich mich nicht getraut. Ich habe mich aber auch nicht getraut, links zu fahren, also bin ich immer rechts geblieben, immer rechts geblieben, immer rechts geblieben. Die haben anderthalb Stunden auf mich gewartet. VIP-Tipp, immer samstags. Falsches Essen macht krank, eine richtige Diät kann heilen. Tipps zu heilendem Fasten ab 19.30 Uhr. Der Fall der Kabarettistin Claire Waldorf. Ja, ja, Köpfe, warte mal, da liegt hier! Die Nummer war gut, aber dann oft hat es gestrichen. Eine Frau hat die Hosen an. Hast du geklopft, Herzchen? Nee, klang Trommeln. Auftritte von Damen in Hosen sind leider verboten. Davon musste auch ich mich überzeugen lassen. Gesetz ist Gesetz. Also denn, was soll sein? Hosen runter und Rock an. Ah, das ist doch Scherbart, das ist Literatur. Aber mit diesen Beinen können Sie doch in Berlin nichts werden. Ein völlig begeistertes Publikum hatte dieser Film über die legendäre Berliner Volkssängerin in der ehemaligen DDR. Claire Berolina, eine Frau, beißt sich durch, mit und ohne Hosen vor und hinter der Bühne. Bedeutet das Ende politischer Utopien auch das Ende aller Träume und Hoffnungen? Kulturgespräche mit Alfred Grosse, Hans Küng und Antje Vollmer. Baden-Badener Disput am Samstag.
Ein einzelnes Markstück ist noch nicht erotisch, aber Geld macht geil. Die heilige Hur nimmt kein Blatt vor den Mund. Lisa Fitz ist eine der profiliertesten und schillerndsten Kabarettfrauen der Bundesrepublik. Ihr Programm Teil 2. Prominentenratespiel, Diskussionen, Spielfilm und Kabarett. Das Angebot von Südwest 3 am Samstagabend. Diese Musikbox funktioniert auch ohne Kleingeld. Und die schönsten Auftritte von Stars sind bisweilen die, die völlig daneben gehen. Und es soll ja auch Stars geben, die über sich selbst lachen können. Kaum setze ich einen Fuß vor die Tür und schon... Die Funkstreife hat die Oma vorhin gebracht. Beruhig dich. Mein Gott! Otto, bist du's? Ja, ich bin's. Ich friere so. Komm her, mein Mädchen. Das Brot der Liebe, menschliche Wärme, ist das Thema von Alles Alltag, Teil 5. Das Rokokoschloss Sanssouci wurde 1745 von Baumeister Knobelsdorf gebaut. Hier und im neuen Palais Potsdam residierte Friedrich der Große. Fast eine Homestory vom alten Fritz. Es ist schon eine Last mit diesem adeligen Erbe. Das riesige Wasserschloss des belgischen Prinzen Antoine de Ligne bedarf ständiger Pflege, ganz abgesehen mal von den immensen Heizkosten. Prinzessin Ica Borghese muss ständig zwischen ihrem Landsitz in Sizilien und dem Palazzo Borghese in Rom hin und her pendeln, um nach dem Rechten zu sehen. Europas schönste Eigenheime am Sonntag aus Belgien und Italien. Literatur im Gespräch. Die Schriftstellerin Monica Maron steht Rede und Antwort. Gastgeberin ist Gabriele von Arnim. Kurz vor Mitternacht der weiße Fleck. Der Sonntag in Südwest 3 reicht bis in den Montag. Musik, Alltag, Geschichte, Adel und Literaturgespräche. Der Sonntagabend in Südwest 3. Hier was zu sagen. Psst. Psst ist nicht immer leise. Psst. Die Spielshow für Geheimniskrämer. Psst. Und natürlich auch für Plaudertaschen. Psst. Und hier Ihr Geheimniskrämer Harald Schmidt. Geraubte Kinder in Argentinien, die Verbrechen der Militärdiktatur. Noch immer schweigt der Staat. Teleglobus informiert über Zwangsadoption in Argentinien. Vieles kommt von Herzen und wandert in den Müll. Dir ist meine schlechte Laune wohl lieber als meine korrekte Laune. Mein Gott, kann man denn irgendwann einmal erleben, dass zwei Leute glücklich miteinander sind? Und was rätst denn du ist da dazwischen? Fast ein Herz und eine Seele. Eine neue Ausgabe der Lindenstraße. Immer montags, dienstags, donnerstags und freitags in Südwest 3. Wir haben für morgen eine Verabredung, um den Ehevertrag zu unterschreiben. Ja, um 12 Uhr. Kommen Sie schon um 11 Uhr. Ich habe dann eine Überraschung für Sie. Eine Überraschung? Was für eine Überraschung? Wenn ich es ihm sage, ist das ja keine Überraschung mehr. Starker Abgang, starker Auftritt. Nun, was ist, Lucien? Monique, Sie sehen ja völlig verändert aus mit Ihrem Bubikopf. Der Roman von Victor Marguerite war 1922 ein weltweiter Skandal. Der Film hat zwei Teile. Es ist die Geschichte von Monique L'Herbier, der blutjungen, wohlbehüteten Tochter aus feinem Hause und der prüden, verlogenen Gesellschaft, in der sie lebt. Die Junggesellin, Teil 2 am Dienstag.
Der Max-Ophüls-Preis ist einer der begehrtesten deutschen Filmpreise. Filmausschnitte aus 20 Debütwerken, Interviews mit Regisseuren und Produzenten, alles vom Nachwuchs in Sachen Film in der Nachtausgabe. Spielshow, Auslandsreportage, Lindenstraße und Spielfilm. Der Montagabend in Südwest 3. Neugier bringt sogar Schlüssel zum Fliegen, besonders wenn hinter der Tür ein Prominenter wohnt. Das ist nur das Rateteam, aber trotzdem enthüllt Schlüssel noch die Waschmaschinenprobleme eines berühmten Zeitgenossen und das Geheimnis der goldenen Tulpe. Und welche Tauben die anderen Stars noch so alle auf dem Dach haben. Schlüsselloch, Indiskretion mit System. Das aktuelle Thema der Woche schon am Dienstagabend in Schlaglicht, das aktuelle Politmagazin in Südwest 3. Ein einziger Brief kann viel Wirbel auslösen, auch der von Siggi, Lindenstraße. Das neue Kapitel am Dienstagabend. Verschleißteile am Auto mit Garantie, wenn's kaputt geht. Wer zahlt, wann und wie viel? Das Magazin mit Verbrauchern für Verbraucher. Ladenschluss, diesmal mit Gewinnspiel. Der Tanz geht weiter. Eine Junggesellin emanzipiert sich. Und das fast ganz ohne Misstöne. Hat Sie das beruhigt? Die Überreste des jungen Mädchens, das Sie damals kennengelernt haben, leben noch. Auf jeden Fall war das schöner als heute Abend Ihr Jazz. Und ausgerechnet Sie wollen die Sitten ändern? Ach, wissen Sie, heutzutage, wenn man gelesen werden will, darf man nicht zu stark differenzieren. Wenn ich Sie recht verstehe, ist kein Wort davon wahr, wenn Sie behaupten, die Frauen seien gleichberechtigt. Aber doch. Der Gegenbeweis ist, mein Leben bereitet Ihnen eine richtige Gänsehaut. Aber nein, versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Als ich Sie verlassen habe, träumten Sie von einer bürgerlichen Ehe und einem Stall voll Kindern. Und jetzt, wo ich Sie wiedergefunden habe, sind Sie ziemlich überkandidelt und tanzen auch noch mit Negern. Letzte Station, der Junggesellen, Teil 2, nach einem Skandalroman von Victor Marguerite. Die Anfänge des Streichtrios sind in der Lagunenstadt Venedig zu finden. Doch auch moderne zeitgenössische Komponisten schreiben immer wieder neue Noten für das Musizieren zu dritt mit Violine, Viola und Cello. Und ähnlich wie bei einer Unterhaltung zu dritt sind beim Trio die einzelnen Stimmen sehr gut herauszuhören. Teil 5 der Geschichte des Streichtrios am Dienstagabend über die Romantik. Prominente ganz intim, Politmagazin, französischer Spielfilm und Musik, Südwest 3 am Dienstag bis nach Mitternacht. Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe und der Südwestfunk Baden-Baden stiften gemeinsam den Deutschen Videokunstpreis 1992. Arbeiten Sie auf den Gebieten Experimentalfilm, Computeranimation oder Videokunst? Dann sollten Sie es nicht versäumen, sich an diesem international ausgeschriebenen Wettbewerb zu beteiligen. Einsendeschluss ist am 15. März 1992. Deutscher Videokunstpreis 1992. Die Wettbewerbsbedingungen erhalten Sie beim Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Kaiserstraße 64 in 75 Karlsruhe.
Südwest 3 informiert vormittags, mittags und nachts nach Sendeschluss. Nonstop rund um die Uhr. Freitag, 31. Januar.